Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bindevideo. Heute zeige ich dir meine allererste Fliege, die ich gebunden habe, und zwar die Yazid. Dazu habe ich im Bindestock eingespannt ein Tunker TE 15 White Gabe in der Größe 14, als Bindefaden ein Uni in 8.0 in der Farbe Schwarz. Ich beginne mit der Grundwicklung. Der Körper mache ich aus V-Gras von Fleißin. Ich suche mir einen schönen Strang aus und binde diesen hinten seitlich ein. Die Fliege hat noch eine Körperhäschel. Und zwar mache ich den aus einem Hahnencape von Whiting. Ich suche mir eine Feder aus, die von der Länge her gerade bis zum Öhr oder ein bisschen drüber geht. Hier seht ihr die Qualität für Trockenfliegen perfekt. Diesen unteren Teil hier wird entfernt. Schneide mir den Kiel raus und lege diesen auch hinten an und gehe mit meinem Bindefaden bis nach vorne. Mit dem V-Gras bilde ich nun einen Körper. Schön eine Wicklung neben die andere bis nach vorne. Mit dem Bindefaden einmal überfangen, nach vorne fest und einfach abrupfen. Mit der Häschel binde ich nun in gegengesetzter Richtung die Körperhäschel hier drüber bis nach vorne, gehe nochmal ein, zwei Wicklungen zurück, überfange. Ja? Nein. Wenn ihr einmal locker lasst, flutscht die Häschel direkt weg. Dann lieber nochmal neu wickeln. Schön stramm. Bis nach vorne. Und binde dann mit ein, zwei Wicklungen die Feder fester ein. Und schneide mir den Rest hier einfach kurz ab. Und hier könnt ihr noch mindestens zwei Fliegen draus bekommen. Die nach vorne abstehenden Fibern schneide ich alle weg. Zur Seite hier auch. Und nach oben hin schneide ich die Häscheln schräg kurz ab. Als Deckflügel kommt eine Feder hier vom Junglecock-Hahn obendrauf. Ich entnehme mir hier eine passende Feder. Befreie mir die unten vom Flaum. Leg diese oben auf. Und ziehe diese auf Länge in etwa bis zum Hakenbogen hier, klein bisschen drüber stehend.
und sichere mit 2-3 Wicklungen. Ja. Nehm die Häschel liegt, die Feder liegt mir jetzt noch leicht zu schräg. Ich gehe nochmal zurück und richte diese nochmal aus, dass die auch schön so flach oben drauf liegt. Ziehe nochmal und sichere mit 1-2 Wicklungen. Ziehe den Kiel nach oben und schneide ab. Jetzt noch ein Kopfknoten. Und einen zweiten zur Sicherung. Schneide mir den Rest kurz ab. Und mit einem Tröpfchen Lack sichere ich mir die Fliege, also den Kopfknoten nochmals zusätzlich. Klein wenig oben auch nach der Seite aufgetragen. Der ist sehr dünnflüssig, zieht relativ schnell ein. Den Lack, den ich verwende, kennt ihr mittlerweile. Den Paul's Head Varnish. Und fertig ist meine allererste Fliege, die ich jemals gebunden habe. Die Yazid. Der Bindestock ein bisschen stark eingestellt. Ganz einfach zu binden. Ist keine preiswerte Fliege durch den Jungle Cock. Ich muss gestehen, ich habe es mit Substitute noch nicht probiert. Für mich ist das mal die klassische Trockenfliege für mich, die ich immer auf Eschen eingesetzt habe im Winter und im Herbst. Die bleibt bei mir so, wie sie ist, auch wenn das Jungle Cock immer teurer wird. Der Haken war früher natürlich ein anderer. Der White Gape hier von Tunka, der passt perfekt zu dieser Fliege. Ich hoffe, euch hat meine allererste Fliege genauso gefallen wie mir damals. Und ich konnte euch zeigen, wie man diese in dem Video bindet. Ist ja eine relativ einfache Fliege. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Euer Marco.